Hallo, meine lieben Nagelmäuse. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und zwar, ihr seht es schon, ich habe gestern ein Bild gepostet von diesen Marmorierungen. Es kamen einige Anfragen von wegen, boah, geil, wie hast du das gemacht? Ja. Es ist, Leute, es ist sehr einfach. Das ist garantiert kein Hexenwerk. Ich habe jetzt auch schon drei Tipps weiß grundiert und möchte euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Es ist super einfach. Das kann eigentlich jeder, der Nagellackentferner zu Hause hat und ein paar Permanentmarker. Ich habe jetzt hier einen schwarz, einen blau und einen rot. Ich habe keinen anderen gefunden. Gibt es ja auch noch in Grün und sämtliche anderen Farben. Silber, was weiß ich, könnt ihr alles benutzen. Hauptsache, ja, permanent, dass sie Alkohol, also dass sie sich von Alkohol verwischen lassen. Ja, dazu dann Nagellackentferner und dann habe ich hier einen ganz dünnen, fluffigen Pinsel, der war mal in einem alten Lidschattenset mit drinne. Und ja, dann möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich das gemacht habe. So, und los geht's. Ihr seht, ich habe den Tipp weiß grundiert und habe die Schwitzschicht abgenommen und möchte jetzt anfangen mit dem schwarzen Permanentmarker, weil ich euch diesen erstmal den klassischen schwarz-weißen Marmoreffekt zeigen möchte. Und zwar nehmt ihr den Permanentmarker und zieht einfach wahllos Schlängelchen, Punkte, Kringel, wie auch immer, auf den Tipp. Sieht ein bisschen aus wie ein Penis. Ja, geht dann in den Nagellackentferner. Passt auf, dass ihr nicht zu viel Nagellackentferner dran habt, weil sonst verwischt ihr euch alles. Und dann seht ihr schon ganz einfach, verschwipst ihr diese Linien mit dem Nagellackentferner. Ich habe immer noch eine Zellette daneben liegen, damit ich den Pinsel auswischen kann, sozusagen. Ja, ihr verdipscht das so, bis das euch gefällt. Je länger ihr auf einer Stelle mit dem Nagellackentferner bleibt, ist ganz logisch, desto heller wird es dort. Also je mehr Farbe wird sozusagen verwischt und je mehr Nagellackentferner ihr am Pinsel habt, desto mehr verwischt es natürlich auch. Also das ist halt alles nicht Übungssache, aber das muss man halt ausprobieren. So, jetzt seht ihr ja, dass da noch sehr viel Nagellackentferner drauf ist. Deswegen nehme ich eine trockene Zellette und tupfe sozusagen den Tipp ein bisschen ab. Und jetzt gefällt mir das noch nicht so ganz hundertprozentig und deswegen ziehe ich vor allem an den Stellen, wo hier noch so weißes ist, noch ein bisschen was rein. So. Und dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Da wir jetzt die Schwitzschicht entfernt haben und auch mit Cleaner bzw. Nagellackentferner, der ist übrigens acetonfrei, darauf gearbeitet haben, feile ich immer noch die Ränder von dem Nagel an, damit dort die Versiegelung haften kann. Ja, das ist jetzt erstmal der klassische Marmoreffekt, ähnlich wie auf dem hier. Der eine ein bisschen dunkler, der andere ein bisschen schwächer, aber im Endeffekt auf die gleiche Art und Weise gemacht. Ich lege den erstmal beiseite und wir machen nochmal ja, was anderes. So, jetzt habe ich hier noch einen Tipp und das probiere ich jetzt gerade mal live mit euch aus sozusagen. Ich nehme jetzt Blau und Rot zusammen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich ziehe jetzt hier unten ein bisschen Rot drauf. Und
Hier ein bisschen blau, hier ein bisschen blau, da ein bisschen blau. Blau, blau, blau. Dann nehme ich wieder meinen Pinsel. In den Nagellackentferner. Und dann gehe ich da drüber. Seht ihr, wie cool das da oben verwischt? Cool das aussieht mit den zwei Farben. Ich finde das echt fetzig. Hier wieder das gleiche. Ich würde dann ringsrum nochmal anfeilen, damit das was zum Greifen hat. Ja, jetzt habe ich noch einen Tipp übrig und den würde ich jetzt sogar auch mal nutzen, um dazu eine Feder. Das habe ich gesehen in irgendeiner Gruppe, fand ich total cool. Probieren wir jetzt aus. So, ich habe jetzt mal meine Acrylfarbe hier hergestellt und versuche jetzt einfach mal so leicht das zu umranden. So, also ich muss sagen, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, ihr Lieben. Gar nicht so schlecht. Ja, ich lasse jetzt die Acrylfarbe noch ein bisschen trocknen, dann versiegle ich das und dann zeige ich euch nochmal, wie das versiegelt aussieht. Ja, wie das versiegelt aussieht. So, ihr seht jetzt hier das versiegelte Ergebnis von der Feder. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so verkehrt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das Anhieb hinkriege. Ja, aber ihr seht, die beiden habe ich doch noch nicht versiegelt. Und zwar, weil ich euch da gerne noch was zeigen wollte. Es haben auch einige gefragt, wie ich diese Stripes aufbringe und wie ich die zum Halten bringe. Und das möchte ich euch jetzt gern zeigen. Ja, das sind... die ich hier habe, die sind von Essence. Ich weiß nicht, ob das auch was damit zu tun hat, wie gut die halten. Ja, normalerweise wäre ja der Nagel bzw. der Tipp jetzt angeraut. Hier ist er nicht angeraut, das ist aber auch nicht das Problem. Ich suche jetzt gerade erstmal hier den Fiddle, den Anfangsschnippel. Moment, da ist er. Sehe ich nicht mehr. Jetzt wollte ich euch dran teilhaben lassen an der Suche. Da ist er. So. Ich lege mir das mal ein Stückchen höher. Auf meinen abgeranzten Buffer. Damit ich da besser rankomme. Ja. Ich ziehe mir praktisch das hier ab. Und lege mir das so auf, wie ich das haben möchte. Also ihr könnt das jetzt quer, hochkant, wie auch immer. Und dann lege ich mir das erstmal auf und in der Mitte klebt das jetzt schon. Dann nehme ich mir meine Nagelschere und schneide das relativ weit drüben ab, damit man das gut, Kamera verruckelt, damit man das gut umschließen kann. Also ich nehme jetzt diesen Tipp und den Streifen und drücke den eigentlich nach links und auch nach rechts an, damit das sozusagen eigentlich jetzt, zeige ich mal von vorne, man sieht es gar nicht wirklich, es hängt auf jeden Fall jetzt hier rechts und links runter. Ja, damit das hält, wenn ihr jetzt hier versiegelt,
ist ja nur eine glatte Oberfläche. Genau das gleiche wie gerade eben mit den Marmortipps. Dann hält das nicht. Dann blättert das hoch. Dann nehme ich mir also eine Feile oder einen Buffer. Das könnt ihr euch aussuchen. Und ich muss es mal anders hinstellen. Moment. So, ich habe euch jetzt mal andersrum hingestellt, damit ich besser rankomme. Ich nehme mir dann die Feile und feile praktisch um dieses Ding herum. Ihr seht schon, es ist jetzt, hängt jetzt schon hier unten. Huch, bleibt doch in der Kamera. Hängt jetzt schon hier unten dran. Machen wir jetzt an der anderen Seite auch noch. Also ich setze praktisch gerade an und ziehe das dann um den Tipp ringsrum so. Huch, geht halt auf dem Fingernagel auch. Wichtig ist, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe, es stellt scharf. Ihr seht, hier ist eine ganz, ganz kleine Lücke. Diese kleine Lücke braucht dieser Streifen zum Anhaften. Nicht der Streifen, sondern die Versiegelung. Der Streifen klebt ja eigentlich. Wichtig ist, dass wenn ihr die Streifen klebt, dass ihr nicht versucht, 40 mal den gleichen aufzukleben, weil der dann nicht mehr klebt. Auch aufpassen, dass da nicht so viel Staub dran kommt, beziehungsweise eigentlich gar keinen Staub. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, der Streifen passt zwar jetzt zu dem Design nicht so gut, ich lasse ihn jetzt aber drauf. Ihr könntet jetzt theoretisch noch eine Schicht Aufbaugel, Fiberglasgel, was auch immer, ein Phasengel drüber ziehen und dann erst versiegeln. Da das aber bei mir ein Mustertipp ist, versiegle ich den nur mit einem stinknormalen Versiegler. Das machen wir jetzt auch gleich. Denn wenn ihr versiegelt, ist es auch wichtig, dass ihr die Seiten mit versiegelt, also dass ihr die Streifen sozusagen richtig schön mit einpackt, damit die sich gar nicht erst lösen können. Am besten ist dafür, denke ich, ein flexibler Versiegler, weil der sich ja eventuell in Anführungszeichen mitbewegen könnte, wenn sich das Band hebt. Also dieser kleine Streifen. So, den Spaß packe ich jetzt erstmal in die Lampe. Und dann möchte ich euch noch was anderes zeigen. Dafür nehme ich euch jetzt aber wieder zu mir runter, weil wir dann das besser sehen. Tada! Ja, ich habe jetzt. Huch, das war der falsche. Moment, wo ist er? Hier habe ich jetzt den normalen Marmortipp. Da ist ja aber, ich meine, hier, das finde ich ganz cool mit diesen Streifen, das ist echt süß. Aber wenn man den nur so hat, ist es vielleicht ein bisschen langweilig. Dafür könnt ihr euch jetzt einen feinen Pinsel nehmen. Wo ist mein feiner Pinsel? Hier ist mein feiner Pinsel. Ein kleiner feiner Pinsel. Er ist nicht ganz so fein, wie ich dachte. So, und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das in Gold gestalten wollt oder in Silber. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich habe jetzt einmal hier so einen Prosecco-Ton. Oder ich habe jetzt mir gedacht, dass vielleicht Silber auch ganz cool wäre. Beziehungsweise habe ich hier das Atomic Dust von Fingerspitzengefühl. Und so ein Multiglitzer. Und damit würde ich jetzt gerne kleine Akzente setzen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ihr seht jetzt zum Beispiel, dass ihr hier an der Seite die grobe Maserung habt. Ich drehe das mal. Also setzen wir hier rein, entlang dieser Kante. Ein bisschen Glitzer. Das muss ja auch nicht ordentlich sein. Ich meine, Marmor ist ja auch nicht. Marmor ist ja natürlich. Marmor ist ja nicht perfekt. Der Pinsel ist auch kacke. Ich habe jetzt einen anderen. Nehmen wir einen anderen.
Ja, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Multiglitzer mit drin. Und das packe ich jetzt auch nochmal in die Lampe, um es dann zu versiegeln. So, ihr Hübschen. Ihr seht, ich habe uns das jetzt nochmal hübsch drapiert, was wir gebastelt haben. Auf dem hier, falls ihr euch wundert, dass es anders aussieht, habe ich keine weiße Basis genommen, sondern eine hellblaue und habe dann mit dem blauen Stift drauf rumgeschmiert. Wie es auf weiß aussieht, seht ihr ja hier oben. Wie ihr seht, ihr habt unendlich viele Möglichkeiten, mit diesem Prinzip euch leicht Designs zu machen, die auf jeden Fall ein Hingucker sind. Ihr könnt das ganz einfach verzieren, indem ihr wie in dem Tipp einfach ein bisschen Glitzer mit reinmacht. Das hier sieht total cool aus. Ich habe auch schon überlegt, so zu den roten Fingernägeln. Da wurden wir kurz vom Hermesmann unterbrochen. Wie gesagt, ihr habt unendlich viele Möglichkeiten. Es ist simpel, es ist extrem cool. Also ich glaube, meine nächsten Fingernägel werden auch marmoriert. Ihr braucht nicht unendlich viel Material. Und ihr braucht auch eigentlich kein künstlerisches Talent. Ich hoffe, ich habe euch geholfen, vor allem mit den Streifen. Da haben ja einige danach gefragt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben zu dem Marmordesign. Und es freut mich, dass ihr zugesehen habt. Lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann gebt mir Feedback. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut!